wir auf einer Erkundungstour. Der Wind ist zu stark zum Paddeln und Segeln und so sind wir jetzt mit dem Auto nach Eckerö gefahren, haben dort das Auto abgestellt und unsere Fahrräder ausgepackt und erkunden jetzt die Gegend um Eckerö, immer mit dem Ziel, auch mal an Schärenküsten zu kommen, die man sonst nur per Kajak erreicht oder per Segelboot. Eins fällt mir allerdings bei dieser Tour auch wieder auf, wie schon vor 16 Jahren. Um wirklich die Schärenküsten, die Schäreninseln zu sehen, zu erleben, an Schärenküsten schwimmen zu gehen, da braucht man ein Wasserfahrzeug. Denn über Land hier, über solche Wege, die enden immer auf Privatgrundstücken. An asphaltierten Wegen gehen logischerweise Stromleitungen vorbei. Ab und zu kommen Batterien mit Briefkästen. Daran erkennt man, wie viele Hütten, Häuschen, Unterkünfte es in diesem Wald hier gibt. Bin gespannt, wo wir gleich rauskommen. Am Ende dieses langen, schönen Weges findet man Hütten, leicht vergammelt. Aber hier ist der Weg zu Ende und hier kommen wir jetzt an einen Schärenfelsenstrand, wo wir schwimmen gehen können. Schärenlandschaft, wo es zahlreiche Wochenendhäuschen gibt. Aber obwohl Samstag ist, sind die meisten Leute nicht da. Leihepp.
una storia del suo abuelo. Y ahí apareces tú. No.
Fischerei- und Jagdmuseum hat Samira vor 16 Jahren einen Granitanhänger gekauft und erinnert sich noch daran und möchte jetzt mal schauen, ob es noch so aussieht wie damals. Und diese Reise? Ja, aber ich bringe ja Milch mit. Stimmt eigentlich nicht so teuer. Wir sind hier am Abfahrtterminal der Eckerö-Fähre zurück nach Chrisslaham. Und dabei fällt mir ein, dass wir vor 16 Jahren hier einen bedeutenden Fehler gemacht haben, sodass uns die Fähre vor der Nase wegfuhr. Damals haben wir satte 3 Wochen nicht mitbekommen, dass auf den Orlandinseln die Uhr 2 Stunden vorgestellt wird, die Sommerzeit also ja, 1 Stunde früher stattfindet wie im restlichen Europa, und das hat halt dazu geführt, dass die Fähre weg war und wir warten mussten bis zur Mittagsfähre, und die war dann auch noch teurer. Und das soll uns diesmal nicht passieren. Diesmal haben wir unsere Uhren frühzeitig vorgestellt und haben gerade gecheckt, wann hier abends die Fähre wieder rüber zum Festland geht. Wasser getrunken. Als wir bei Guhuru in Maasliden waren, haben wir festgestellt, dass dieser junge Mann diese Kekse mit Vorliebe futtert, und seitdem ziehen wir uns diese Nougat-Dinger auch rein. Und jetzt noch ein Eis aus dem Tante Emma Landhandel. Unserem Basislager im Norden der Hauptinsel auf der, in der Kommune Geta bis runter nach Mariam oder Eckerö sind jeweils 55 Kilometer. Die Hauptinsel ist also gar nicht so klein. Zur heutigen Inselerkundung der Orlands haben wir wieder mal festgestellt, dass wir Riesenschwein hatten, als wir vor einer Woche hier anlandeten und uns auf die Suche nach einem geeigneten Basislager machten, fanden wir im 3. Versuch den Platz, für den wir jetzt 15 Euro zahlen, der wunderbar an einem Arm der Ostsee liegt und von dem aus wir sehr schnell in den Außenschären sind, sowohl mit Segelboot wie mit Kajak. Alle anderen Plätze, die wir bis jetzt hier gesehen haben oder versucht haben zu finden, alles nicht bei weitem so gut und bei weitem so billig wie das, was wir zurzeit hier nutzen und auch noch vermutlich den ganzen August hier auf den Orlands nutzen werden. Wenn wir diesen Campingplatz, der eigentlich nirgendwo verzeichnet ist, in keinem einzigen Campingplatzverzeichnis, wenn wir den nicht rein zufällig
von der Straße aus gesehen hätten, das hätte uns unseren ganzen Orland-Trip hier versaut. Denn es ist einfach geil. Unser Boot liegt nur 50 Meter vom Wasser entfernt. Und wir sind dort Mutterseelen allein. Wir können unsere Hunde frei laufen lassen. Das ist schon, ja, wie wildes Campieren, nur auf legale Art und Weise. Und die 15 Euro, die der Bauer sich damit verdient, die hat er verdient. Ich.